Normalerweise kommt ein Patient mit Schulterproblemen zu uns mit einer schon stattgehabten Diagnose durch seinen vorbehandelnden Arzt. Hierzu werden in der Regel, das heißt grundsätzlich, der Patient untersucht. Anschließend werden Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Und wenn das nicht das erbringt, was wir suchen, werden noch kernspintomografische Untersuchungen durchgeführt. Wenn ein Patient bei uns arthroskopisch untersucht wird, werden die Probleme, die wir feststellen und direkt beheben können, behoben. Das heißt, es werden Veränderungen an den Rotatorenmanschetten, an der Bursa, an dem Chromion und ähnlichen direkt behoben, so dass die Bewegung der Schulter wieder besser werden kann. Bei einer Fraktur des Humerus Kopfes haben wir verschiedene Alternativen, den Patienten zu behandeln. Wie wir ihn behandeln, hängt von der Form der Fraktur, von dem Alter des Patienten und dessen Begleiterkrankungen ab. Die einfachste Form ist, diesen Patienten konservativ zu behandeln, was leider nicht immer möglich ist. Wenn der Knochen so verändert ist, das heißt so verschoben ist, dass wir ihn wieder richten müssen, müssen wir das auch fixieren. Das geht entweder mit einer Platte oder aber mit einem Nagel. In manchen Fällen ist die Schulter schon so zerstückelt. Ich sage das immer wie bei einer Tasse. Manche Tasse fällt hin und man kann sie nicht mehr zusammenkleben. Andere Tassen sind leicht wieder zusammenzukleben, dass wir das Ganze ersetzen müssen. Und dann müssen wir eine Schulterprothese einbauen.